Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden. Beim letzten Mal haben wir unser Schloss bzw. Hauptquartier bekommen. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, Leute zu rekrutieren. Und mal abgesehen davon, dass Leute rekrutieren eine tolle Sache ist. Stimmt, ich wollte gerade sagen, wer hat da so wenig HP? Und dann fiel mir halt wieder auf, es ist Luke, ja. Okay, ja. Was will man dagegen machen? Gar nichts. Problem mit Luke ist halt, ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass dadurch, dass Luke in der hinteren Reihe steht, wird Luke nicht angreifen. Also eigentlich alles, was ich gerade hier mache, ist kompletter Müll, weil ich müsste ihn statt Free Will oder statt über Free Will zu handeln, müsste ich ihm die Möglichkeit geben, einfach seine Rune einzusetzen. Aber naja. Ich hab doch bestimmt irgendwo so die ein oder andere angebrochene Medizin, ne? Ja. So. Hier hast du. Geht's dir wieder gut. Arm am Knilch. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat Luke so ziemlich gar nichts an Ausrüstung, was ich vorher hätte überprüfen sollen, aber egal. Er hat einen Geschwindigkeitsring. Ja. Muss wieder hier reingehen, um nachzulesen, was es kann, nehme ich an. Ja. Geschwindigkeitsbonus, das ist nett. Power-up. Ich meine, Enemy Marksmanship Down ist gar nicht mal so verkehrt. Also als Beschreibung meine ich, weil das im Prinzip einfach nur übersetzt heißt, der Feind trifft weniger, weil das Ding die Ausweichrate erhöht. Howdy, ich bin Chandler, nur ein reisender Händler. Befreiungsarmee klingt spaßig. Okay, dann überlass es mir. Ich habe Medizin, Serums. Alles, was du brauchst. Rekrutieren. Chandler tritt bei. Okay, dann lass mich mal einen Blick auf euer Schloss werfen. Ja, mach das mal. Ja, Chandler. Unser zweiter... Ja, zweiter eigens rekrutierter Charakter. Ist einer, der jetzt für uns den Itemladen aufmacht. Und ein kurzes Wort dazu nochmal. Alle Items, die wir uns in einem Itemladen ansehen, werden in sein Repertoire übertragen. Also kann ich zum Beispiel da auch ein Holy Crystal jetzt kaufen oder eine Wasserrune. Sowas halt. Wirklich? Ihr habt jetzt ein Schloss? Dann lasst mich euch beitreten. Natürlich bin ich kein Krieger, aber ich kann deinen Soldaten eine Schüssel Suppe geben, wenn sie müde sind. Bitte, Kommi. Na klar, rekrutieren. Gut. Dann lass mich alles vorbereiten für den Umzug. Diddle-diddle-diddle. Marie joined the party. Das reimt sich. Yeah. Ich glaube, ihn können wir noch nicht rekrutieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber... Nee. Aber Lady Odessa geht's gut. Yay. Ja, genau. So, ja, so ist das. Das ist so, ich sag mal, nichts dazu. Die macht das schon. Die Lady Odessa. Oh Gott! Sag mal du, ich rede mit dir. Du bist der Anführer oder der neue Anführer der Befreiungsarmee, richtig? Und O'Neill hier weiß alles. Ich weiß auch, dass die Befreiungsarmee zu wenig Leute hat. Vielleicht sollte ich dir helfen, Hand reichen, wie auch immer. Großartig. Dann mache ich mich schon mal auf nach Torak Castle. Natürlich weiß ich, wo das ist. O'Neill joint der Party. O'Neill ist, eine Charakterin, die uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, wenn ich es vergessen würde. Das ist so... Was soll man sagen, ne? Die macht das schon. So, jetzt kümmern wir uns darum, Antonio zu rekrutieren. Ich meine,
Koch haben, würde mir immer sehr gefallen. Dafür muss ich allerdings tatsächlich wieder einmal komplett zurückgehen und dafür sorgen, dass wir uns ausruhen. Ich weiß. Das ist etwas, was wir alle sehen wollten, wie ich innerhalb der ersten 5 Minuten, würde ich gerade sagen. Ja, so fast 5 Minuten. Ich innerhalb der ersten 5 Minuten einmal komplett wieder drumherum laufe. Hat das funktioniert? Ist eingeschlafen? Habe ich sie in ihrem Schlaf ermordet? Man weiß es nicht. Ich hatte allerdings auch gehofft, dass Luke schneller ist. Also gemessen daran, dass er halt jetzt gerade seinen Geschwindigkeitsring da trägt. Aber okay, dann nicht. Soll mir egal sein. So wichtig ist das nicht. So. Okay. Ja, ist noch ein bisschen umständlich gerade, in mein Schloss zurückzukehren. Das gibt sich später im Spiel natürlich auch. Suikoden bietet alles. Also, so die ganzen schönen Sachen, um das Leben eines Spielers zu erleichtern. Sprich, später werden wir auch über ein Mittelchen verfügen, grundsätzlich einfach direkt wieder zurückzukommen ins Schloss. Nur halt noch nicht jetzt. Und da haben wir ihn schon, den Aufzug. Ich weiß zwar nicht mehr, auf welche Ebene ich muss. Also wo Marie sich eingenistet hat, das sieht doch schon mal sehr... das sieht sehr innenmäßig aus. Kommt da Dampf aus meinem Boden da unten raus? Oder ist das nur der... Ne, das ist der Kerzenschein. Ah, das ist gut. Du musst müde sein. Ruh dich gut aus. Ja. Das ist das Beste in dem Spiel. Weil es uns nichts kostet. Glaubt mir, ich mache das hier nicht aus Spaß. So dämlich das auch aussieht. Eigentlich müsste sie irgendwann mal was anderes sagen. Hoffe ich doch mal. Echt jetzt? 6-mal oder was das jetzt ist? Muss ich vielleicht hin und wieder dazwischen rausrennen? Das kann natürlich sein. Oh mein Gott. Ah, ich habe endlich mein Inn geöffnet, aber ich habe keine Zeit, um das Essen vorzubereiten. Kennst du gute Köche? Bleib. Bleib. Hier können wir uns das mal ganz kurz angucken. Hier haben wir Chandler. Und ja, ne, wir haben jetzt zum Beispiel den Kristall da drin, den heiligen Kristall, Medizin und Antigifte etc. Er ist halt nur kein Waffenladen, ne? Das heißt, solche Sachen kriegen wir einfach jetzt gerade noch nicht. Und wenn wir hier, das müsste sie sein, ne? Ja, O'Neill. Ich habe gehört, dass der Beschützer von Shahrazade, dessen Name Sonja ist, sehr hübsch sein soll. Ich glaube, sie sieht besser aus als ich. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auf ein Ja bei mir hinausläuft, aber naja. Willkommen, willkommen. Sieh dir das an, ist das nicht wundervoll? Ja, in der Tat. Außerdem, da oben ist jetzt eine Drachenstatue. Auch wenn man davon irgendwie nur die Füßchen sieht. Ja, ja, so kleine süße Drachenfüßchen. Ja. Naja. Ups, hallo. Danke. Gut. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, das sind so Sachen. Ich würde mal sagen, zumindest in dem Fall, irgendwann wird es wohl automatisch passieren, weil man wahrscheinlich hin und wieder einfach sagt: Komm, ich ruhe mich in meinem eigenen Inn aus, kostet ja nichts. Und
Dann wird es irgendwann sagen. So ist es jetzt halt in Anführungszeichen erzwungen, dass wir das direkt machen können, weil dann haben wir eine Sorge weniger. Ich sehe, dass Madame Marie in der Befreiungsarmee ist. Ich würde gerne mit ihm arbeiten, Meister Kommi. Ich würde euch auch gerne beitreten. Kämpfen ist nicht alles, wisst ihr? Vielen lieben Dank. Ich mache euch leckeres Essen. Ich bereite leckeres Essen zu. Antonio tritt der Party bei. Beziehungsweise der Truppe als allgemeines Gelöse. Okay. Gut. Und jetzt können wir wieder in ein neues Dörfchen sozusagen aufbrechen, um wieder andere Sachen zu machen. Vorausgesetzt, dass wir auf dem Weg nicht sterben oder so ähnlich, aber... Es wäre halt nochmal ziemlich cool, wenn Luke halt, wie gesagt, ein bisschen mehr als 56 HP hätte. Aber naja. Besser als nichts im Allgemeinen. Ich... Ist halt nur, entweder stelle ich ihn in die vorderste Reihe und riskiere, dass er drauf geht, oder ich lasse ihn da, wo er ist. Und kämpfe so gesehen momentan einfach nur mit 5 Personen. Ist immer so ein bisschen... Naja. Ist ja nicht das Schlimmste, was man hier jemals gesehen hat. Wir werden jedenfalls, das ist der eigentliche Grund, warum wir diesen Umweg machen. Ach, noch ein Fragezeichen, Ornament, schön. Dafür sorgen, dass unser Held eine Unite Attack erhält. Das ist der eigentliche Grund, warum ich diese Reihe so auf mich nehme. Damit wir natürlich in den Kämpfen, die noch so kommen werden, und wir sind ja erst am Anfang des Spiels, mehr oder minder. Da kommt noch einigermaßen viel. Psst. Nicht mal landen können die richtig. Ja. Deswegen möchte ich mir den gerne holen. Den nächsten Charakter. Ich meine, zum einen... Ich hab's am Anfang nicht erwähnt, weil das wäre ein bisschen blöde gewesen. Weil es vielleicht eine Mechanik verraten hätte. Ich werde natürlich... mein Bestes geben, alle Charaktere zu holen. Also alle 108 waren es hier, glaube ich, in dem Spiel. Alle 108 Charaktere, sei es jetzt Partymitglieder oder halt NPCs, ne? Aber Hauptsache alles holen, was es gibt. Damit wir am Ende halt wunderbar vorbereitet sind und richtige Enden sehen können und so weiter und so fort. Nun, wenn das nicht Kommi ist, erinnerst du dich noch an den Stockkampf, an die Stockkampflektionen, die ich dir gegeben habe? Ich habe Sachen über dich gehört, Kommi. Du führst jetzt die Befreiungsarmee an. Nein, ich kritisiere dich nicht. Es ist der Pfad, den du selbst gewählt hast. Aber nichtsdestotrotz, was wird Theo denken? Na gut, der alte Kai hier wird dir beitreten. Der Meisterstockkämpfer ist so gut wie 100 Männer. Kai Joins. Problem an der Sache ist, Kai Joins, ja, aber Kai geht auch direkt nach Hause, sozusagen. Achso, könnte ich einfach, glaube ich, zeigen eben, wenn ich versuchen will, hier durchzugehen. Von hier an ist es Meister Milliks Domäne. Du darfst hier nicht ohne, naja, Erlaubnis durch. Das ist so verdammt. Aber ja, jetzt ist halt wieder das, was ich so ein bisschen nervig daran finde, aber was will man machen? Jetzt werde ich zuhören, wie meine Nachbarn oben Sachen auf den Boden werfen. Den ganzen Weg wieder rückwärts laufen. Was war der Fehler gekriegt? Schön. In gewisser Weise mag ich das System ja, ne? Das typische, ich kann einfach jedem Charakter irgendwas anderes geben, eben schnell, sehe daran, ist es besser oder nicht. Ich glaube, das war's, ne? Aber ja. Ja.
Nichtsdestotrotz, jetzt laufen wir halt den gesamten Weg wieder zurück, um wieder in unserer Festung einmal Hallo sagen zu können zu allen Leuten, sozusagen. Und um schlussendlich halt unser Team umzustellen. Damit verbessere ich aber meine Kampfkapazitäten so sehr, dass es sich halt tatsächlich einfach lohnt. Ja, das ist einfach so. Die Frage ist halt nur, wen werfen wir jetzt raus? Und in dem Fall wird es höchstwahrscheinlich Camille erwischen. Deswegen ist es eigentlich gerade doof, dass ich hier die Feder gegeben habe, aber ist egal. Ja, guck einmal da. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche, kriege ich einen Holy Crystal. Jetzt, wo ich die 5000 Bits einfach mal rausgerückt hatte, um den zu haben. Ist aber auch egal. Wie gesagt, schnelleres Laufen in Dungeons, beziehungsweise auf Innenstädten ist zwar eine schöne Sache, ist aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich nicht drauf verzichten. Einen anderen Effekt hat sie gerade nicht. Da ist kein Combo-Angriff, den ich mit ihr machen will. Da ist keine deutlich bessere Waffe oder sowas. Das ist alles ziemlich egal, deswegen. Kann man als nervig empfinden, dass ich jetzt hier einmal wieder so eine ganze Welttour mache, aber so ist das. Das wird auch tatsächlich nicht besser, abgesehen davon, dass wir, wie gesagt, später über Mittel und Wege verfügen, um schneller durch die Karte hier zu kommen. Das ist eine schöne Sache. Aber, ja. So ist das. So. Sagen wir also schon mal geistig Lebewohl zum Schnelllaufen. Es war schön mit dir Schnelllaufen, aber irgendwann hat das alles ein Ende. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich auch zur zweiten nehmen, da hätte sie sich tatsächlich der Aufzug doch mehr geeignet dafür, aber naja, egal. Wir gehen wieder zu Matthias, Matthew. Wie komme ich auf Matthias? Ja, das ist egal. Wechseln. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen. Ne, darf ich natürlich nicht. Das Spiel ist am überlegen gewesen gerade so. Da ich sowieso die vier hier dabei haben muss, ist es halt tatsächlich am einfachsten zu sagen, die geht jetzt weg. Dann nehmen wir Kai mit. Kai ist interessant, weil A, er kommt mit einer Hazy Rune, also er wird weniger getroffen, was immer gut ist. Als nächstes haben wir da, dass er ein M-Typ ist, also ich kann ihn theoretisch hinten und vorne stehen haben. Zum zweiten, oder zum nächsten guten Punkt, er ist Level 21, ich meine hallo, ne? Muss ich das noch erklären? Level 21? Hallo. Ich glaube, mehr kann ich hier gerade so nicht sehen, deswegen der Rest jetzt gleich in meiner Gruppe. So. Er kommt mit einem Beschwörerstab. Und zwar einem Beschwörerstab Stufe 8. Und das alleine ist schon so... Ne? Und der nächste und damit letzte Punkt ist, dass er tatsächlich... mit Kommi eine Combo bildet und damit einen Unite-Angriff möglich macht. Und der wiederum ist einer, den ich im Prinzip spammen kann, weil er dafür sorgt, dass große Gegnergruppen Schaden nehmen. Also viel, viel besser wird das nicht mehr, ne? Hallo Antonio. Ich werde alles kochen, was... Ne, ich werde etwas kochen, das... allen Macht verleiht. Ich kämpfe auch. Oh, du kämpfst sogar. Interesting. Anyway. So. Okay. Und nachdem wir das jetzt gemacht haben und damit super gut sind, also für die nächsten Kämpfe, das Einzige, was natürlich dann das auch wieder bewirkt, ist, dass ich den Unite-Angriff auswählen muss. Das heißt, für die anderen Charaktere muss ich wieder X-Spammen. Ach ja. Geh weg. Geh weg. Ist das jetzt dein Ernst? Ich komme in die Stadt, du kommst nicht raus. Ach. Pöbel. Dieser Pöbel immer. Jetzt gehen wir in den Südosten. Um logischerweise noch mehr Leute zu rekrutieren.
als würde ich hier nicht mehr Leute rekrutieren. Was ich wirklich gerne hätte, muss ich auch sagen, wäre so eine Weltkarte. Ne? Irgendwas, was mir sagt, hier, guck mal, da bist du. Aber Select öffnet halt leider nur mein Menü und das ist halt nicht das, was ich will. Bist du das, was ich will? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und hier werde ich es dann wahrscheinlich auch beenden, aber ich habe einen Elf gesehen. Ha, keiner glaubt mir. Oh, Chucks. Keiner glaubt mir. Mars. Bist du ein Mitglied der Befreiungsarmee? Unser Boss Mace hat immer gesagt, ein gesunder Körper ist dasselbe wie ein gesunder Geist. Wenn die Welt verdreht ist, sind das auch die Gedanken der Menschen. Bitte lass mich der Befreiungsarmee beitreten, damit ich helfen kann, die Gedanken der Leute wieder zu richten, sozusagen. Ja, cool. Damit habe ich einen höchstpersönlichen Schmied. Mars tritt der Party bei. Übernommen wird das Ganze von irgendeinem Mädchen. Die leider immer noch nicht besser ist als das, was ich hier gerne hätte, aber... Naja. Hallo Typ. Sansuke! Sansuke! Das ist so ähnlich wie, Dingenskirchens. Sasuke nur anders. Also, Sansuke! Was? Ich bin Sansuke, ein Experte für Bäder. Rekrutieren. Keine Vorgeplänke. Oh, Experte für Bäder. Den will ich. Ich hab wieder auf meinen Tisch gehauen, sollte ich nicht tun. Dir beitreten, sicher, ich komm mit. Yay! Sansuke joins! Also, yeah! Ja. Das müsste es zumindest hier für uns gewesen sein. Das, was ich jetzt natürlich noch machen kann, ist hier einmal reingehen, gucken, was hast du so Schönes, kommt da was Neues zu. Megamedizin, Nadel und ein Konterkristall. Die müssten jetzt tatsächlich neu mit übernommen werden. Schöne Sache. Ich weiß übrigens nicht, wie ich es geschafft habe, wirklich punktgenau 64.000 HP zu bekommen. Geld zu bekommen. Weiter vorne ist der große Wald. Selbst wir betreten ihn nicht. Das ist wie ein riesiges Labyrinth. Natürlich könnten wir da reingehen, um zu leveln, wenn wir es denn wollen. Kannst du es glauben? Sie sagen, dass es Elfen hinter den Wäldern gibt. Sie sagen, er sagt, er hat einen gesehen. Witzig, nicht wahr? Achso, nicht sie sagen, sondern er sagt. Hupsi. Aber ja, das war's für heute. Wir haben schon mal wieder große Fortschritte gemacht, was unsere persönlichen Dinge angeht. Und ja, ich werde jetzt meinem eigenen Hinweis folgen und wir werden leveln gehen. Also so ein bisschen. Das heißt im Prinzip nur, ich gehe so ein bisschen nach oben rechts von der Stadt aus. Also das hier in der Stadt und da sind dann stärkere Gegner drin, gegen die können wir leveln. Und dann haben wir hoffentlich relativ schnell wieder eine etwas stärkere Truppe. Viel mache ich aber nicht und ich meine, ihr kennt es ja sowieso, selbst wenn ich es machen wollen würde. Irgendwann kriege ich einfach keine Erfahrungspunkte mehr so vernünftig, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Und das war's für Komi und seine Entourage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken, die mich tatkräftig hier unterstützen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bye, bye.